Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Medieval Dynasty. Schön, dass ihr wieder reinschaltet, liebe Leute. Ja, wir befinden uns immer noch in der Quest der Sohn der Wölfin. Mal schauen, wie weit wir damit heute kommen. Nochmal vielen Dank für die Hinweise, dass das explizit rot dasteht, wenn eine Quest nur in dieser Jahreszeit zählt. Also im Prinzip könnte diese Quest auch erst in 3 oder 4 Jahren oder wann auch immer abgeschlossen werden. Das wusste ich nicht. Ich dachte, ich habe hier immensen Zeitdruck. Dann ist ja alles gut, Freunde. Jetzt liefern wir aber erstmal die rostige Eisenaxt und die mandelumwickelten Überreste ab. Oh nein, nicht die Bienen. Was? 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 Wer schreit hier? Hast du gerade geschrien? Hallo. Nö. Aber die können wir ja mal fragen, wie sich die Bogenschießkünste entwickelt haben. Ich werde besser. Ich muss noch am richtigen Schusswinkel arbeiten und meine Finger sind bunt. Aber vielleicht werde ich eines Tages sogar besser sein als Slava. Das wünsche ich dir. Bewahre dir diese Einstellung. Gut. Aber hier hat doch gerade eine wie eine wilde rumgeschrien. Warst das du? Cool, wie die pflücken. Knivo Saatgar. Hallo. So, jetzt gucken wir mal. Wo finde ich Nutztiere? Und zwar Esel. Ins Gaugi, sagt sie. Alles klar. Esel kriegen wir ins Gaugi. Gaugi war hier ganz unten. Ach du Schreck. Na gut. Holen wir uns später. Braucht der Esel einen Eselstall? Gibt's sowas? Wartet mal. Technologie? Wahrscheinlich. Wartet mal. Kräuterhütte wird es nicht sein. Hier. Doch, guck mal. Wir haben den ja sogar freigeschaltet. Ja, geilo. Oh, das ist ja mega. Ist nur die Frage, wo wir den dann hinbauen. Da gucken wir dann gleich mal. Und dann holen wir uns vielleicht schon unseren ersten Esel. Der kann ja ein bisschen was tragen. Wie schnell der letztendlich ist, weiß ich noch nicht. Okay, da ist er. Guten Tag, Jarobelk. Es tut gut, dich zu sehen. Welche Neuigkeiten bringst du? Hast du etwas von dem Bader erfahren? Haben wir, Leute. Die Knochen gehören zu einem Mann mittleren Alters und sind ein paar Jahre alt. Da gibt es keine Zweifel mehr. Diese Überreste sind die meines Vaters. Ihr Fundort und alles andere bestätigen es. Du kannst sie mir wieder aushändigen. Ich sollte sie meiner Mutter so schnell wie möglich zurückbringen. Sie ist wütend geworden, als sie erfuhr, dass ich sie jemanden geliehen habe. Das ist aber auch krass, oder? Wenn du ein Skelett eines Toten irgendjemand ausleihst. Okay, hier hast du sie. Ich will nicht, dass sein Geist mich heimsucht oder gerne sie gehören deiner Familie. Oder ich hoffe, das Herumschütteln hat ihm nicht zu viel ausgemacht. Es war eine ganz schöne Reise. Ne, wir machen hier gerne, sie gehören deiner Familie. Danke, ich mache für ihre Reaktion keinen Vorwurf. Ich habe eine offene Wunde wieder aufgerissen und was wir getan haben, war beinahe eine Grabschändung. Sie hat in ihrem Leben genug durchmachen müssen. Und doch, etwas im Verhalten meiner Mutter war dieses Mal anders. Sie mag verwirrt und wütend gewesen sein, aber sie hat nicht einen Moment daran gezweifelt, dass diese Knochen Voimirs sind. Mehr noch, sie hat sogar gedroht, Vaters Mörder zur Rechenschaft zu ziehen. Ich war mir fast sicher, dass mein Vater in der Wildnis erfroren ist. Niemand sagt mir je die Wahrheit. Hat wenigstens Seduin die Todesursache meines Vaters herausfinden können? Oh, jetzt wird's spannend, Leute. Das hat er. Und er war sich ziemlich sicher, Seduin hat tiefe Schnitte in den Knochen gefunden und behauptet, dass das Leben deines Vaters mit Gewalt beendet wurde. Also ist es doch wahr. Tiefe Wunden, Gewalt, eine blutige Axt und eine versteckte Leiche. Dieses Muster ist deutlicher als die Spur eines blutenden Rehs in einem verschneiten Wald. Nidan, komm mit mir. Ich will diesen Verräter zur Rede stellen. Ich bin direkt hinter dir. Sei vorsichtig, Jarobelk. Oder ich vertraue... Ich vertraue darauf, dass du weißt, was du tust. Geh voran. Oder gehen wir, mach bloß nichts Dummes. Ne, ich sag das Zweite. Wir vertrauen ihm mal. Okay, der haut ihn jetzt bestimmt gleich in die Schnauze. Jetzt geht er da rein. So. Na, was soll der Auflauf? Hast du zu viel Angst, um mit mir allein zu reden?
Ich habe schon mit einem deiner Freunde geredet. Alle nichts weiter als Landstreicher und Lästermäuler. Ich will meine Zeit nicht nochmal mit beschissenen Anschuldigungen verschwenden. Spar dir das. Deine Zeit ist nicht verschwendet, sondern in diesem Dorf so gut wie vorbei. Ich werde mir diesen Unsinn nicht nochmal anhören. Raus aus meinem Haus, du Rotzgöre. Ich mache keinen einzigen Schritt. Du wirst dir anhören, was ich zu sagen habe, Mörder. Du hütest besser. Okay, jetzt quatscht noch jemand dazwischen. Wir waren in der Hütte im Wald und haben deine Axt gefunden. Verrostet und blutverschmiert. Ich weiß, was du getan hast. Sie haben mich bestohlen. Verdammte Jäger immer. Hör mit dieser Scheiße auf. Wir haben die zerhackten Knochen in der Nähe der Höhle gefunden. Du hast meinen Vater getötet. Ich? Du was? Willst du mir noch mehr Lügen auftischen? Schau mir in die Augen. Schau mir in die verdammten Augen und sag mir, dass du es nicht getan hast. Jaropelt, du bist schnell erwachsen geworden. Er war angeblich dein bester Freund und du hast ihn abgeschlachtet. Ich habe nie... Ja, das habe ich. Jetzt gib das zu. Warum? Ich weiß es nicht. Ich wollte das nicht. Zumindest, ich glaube... Ich wollte es nicht. Die ganze Nacht ist nur verschwommen. Ein verschwommener Albtraum. Wir zogen im Schneesturm raus, um uns zu betrinken. Wir stritten ein wenig, aber verdammt, ich war so besoffen. Als ich aufwachte, hatte ich so starke Kopfschmerzen, dass ich kaum was sehen konnte. Es war der Geruch, den ich zuerst bemerkte. Dann sah ich das Rot. Alles war rot. Und mein Bruder lag... Oh, das konnte ich nicht mehr lesen. Da quatscht halt die ganze Zeit einer dazwischen. Das kann ich dir nicht verdanken. Ich verabscheue mich auf diesen Tag, für diesen Tag. Es tut mir leid. Ey, die lesen zu schnell. Ich habe genug gehört. Ich kann dich gerade nicht einmal ansehen. Und versuche nicht zu fliehen. Es gibt keinen Ort in diesem Reich, an dem ich dich nicht finden werde. So, okay. Das ist ein bisschen doof, weil da die ganze Zeit jemand hier von den Dorfbewohnern dazwischen gequatscht hat. Oh je, Leute. So, warte mal, ich mach mal ein kurzes Thumbnail. Hier ist nämlich gerade so schönes Licht. So, dann sprechen wir mal mit ihnen. Ich muss mit meiner Mutter sprechen. Es tut mir furchtbar leid, Jaropelk. Wenn es irgendwas gibt, das ich tun kann, um zu helfen, zögere nicht zu fragen. Jemand sollte nach Petsjurka sehen... Nidans ehemaliger Frau. Sie verdient es, die Wahrheit zu erfahren. Betrachte es als erledigt. Okay. Jetzt müssen wir mit der Frau reden. Die ist wohl irgendwo da hinten. Jetzt verpetzen wir den an seine Frau. Die hat bestimmt schon die Bratpfanne bereit. Heia! So. Guten Tag. Dein ernstes Gesicht sagt mir, dass dich etwas beschäftigt, meine Liebe. Brauchst du Tränke oder Kräuter? Ich finde sicher etwas, das dich in Windeseile ein wenig auflockert. Wieso sagt die denn auch, meine Liebe? Sind wir doch irgendwie eine Frau? Ich verstehe es nicht. Sicher, eine kostenlose Probe lehne ich niemals ab. Einen Trank des schnellen Heilens erhalten. Sehr gut. Bitte sehr, Schätzchen. Du bist die ehemalige Frau von Nidan, richtig? Ich bringe schlechte Nachrichten. Ja, ich bin die Unglückliche. Und ich bin nicht überrascht, dass er mich wieder daran erinnert, dass es ihn gibt. Was hat dieser einfältige Kerl dieses Mal? Geht es darum, dass die Nähte in seinen Stiefeln aufgerissen sind, weil er auf dem Weg zur Arbeit ausgerutscht ist? Oder darum, dass sein ganzes Haus nach Zwiebeln stinkt? Dieses riesige Kleinkind hat immer Angst zu baden. Okay, es ist viel ernster. Er hat gestanden, dass er Voimir vor ein paar Jahren getötet und seine zerhackte Leiche versteckt hat. Diejenigen Verletzten, die er einst geliebt hat, das klingt nach ihm in all seiner Pracht. Hast du Hunger, Schätzchen? Ich habe etwas Eintopf im Kessel. Nein, danke, du wirkst nicht sehr bewegt von diesen Enthüllungen. Was die Nachrichten angeht, die du mir bringst, Nidan ist für mich schon lange tot. Es gibt nichts, das er noch tun könnte, damit ich ihn noch mehr verabscheue. Oder sogar sie beide. Was meinst du mit sie beide? Er und Voimir haben einander verdient. Früher verschwanden sie auf ihre langen Unternehmungen und versteckten gestohlene Waren im Wald.
ständig betrunken und meist zu überzeugt von ihren Fähigkeiten und ihrem Können. Ich habe versucht, an seine gute Seite zu appellieren, aber ich konnte ihn nicht ändern. Eines Tages hörte er auf zu trinken. Es gibt Hoffnung, dachte ich, aber von diesem Zeitpunkt an wurde das Leben mit ihm unerträglich. Es ist schon komisch, dass er mir am Ende in seinem betäubten Zustand lieber war. An dem Tag, an dem er nüchtern wurde und anfing, seine Fäuste zu heben, wurde mir bewusst, dass ich nicht auf einen Anstoß gewartet hatte, der ihn zu einer Veränderung bewegen würde, sondern auf einen für mich. Ich zog aus, ohne es zu bereuen. Zu meiner Überraschung hat es Nidan trotz seines Wahnsinns geschafft, ein paar Dinge richtig zu machen. Seine Kinder, alle von ihnen. Sie sind kostbare Juwelen, geschickt, klug und gutherzig. Sie werden gut ohne ihn zurechtkommen. Okay, du hast die richtige Entscheidung getroffen, vor allem für deine Kinder. Pass auf dich auf. Warte, es gibt noch etwas, das du wissen sollst. Ich habe vielleicht sogar noch ein paar Schriftstücke. Oh, wo habe ich sie nur hingetan? Gib mir einen Moment, meine Sachen durchzusehen. Bring mir in der Zwischenzeit etwas Wasser aus dem Fluss. Ich habe eine gute Stelle mit frischem Wasser am Fluss gefunden. Nicht weit von meiner Hütte. Geh, mein Trank verkocht gleich. Bin gleich wieder da. Finde die Wasserstelle. Gut, dann gehen wir da jetzt auch noch hin. Bin ich auch mal gespannt. Irgendwelche Schriftstücke. Das klingt wirklich interessant, Leute. So, hier ist die Stelle. Stelle mit sauberem Wasser. Untersuchen. Am Flussufer bemerkst du eine Reihe von Behältnissen, in denen Wasser aufbewahrt werden kann. Du hast keinen Zweifel daran, dass die Kräuterkunderin hier das Wasser für ihre Arbeit holt. Immerhin ist diese Stelle nur ein paar Schritte von ihrer Werkstatt entfernt. Sieh dir die Wasserstelle genauer an. Dir fällt auf, dass das Wasser hier sauber ist als flussabwärts, wo die Bewohner der Gegend ihren Dreck auskippen oder sich waschen. Kein Wunder, dass die Kräuterkundlerin das Wasser für ihre Tränke fernab des Dorfes schöpft. Nimm einen Eimer und fülle ihn mit frischem Flusswasser. Die Flüssigkeit ist so durchsichtig, dass du dein Spiegelbild in dem gefüllten Eimer kaum erkennen kannst. Diese Menge an Wasser sollte genug für Petsurga sein. So, gut, haben wir. Achso, wir können gleich mal einen Schluck trinken, wenn sie so schön sauber ist, ne? Köstlich. Okay, Freunde. Dann gehen wir mal in die Kräuterhütte wieder rein. Warte mal, hä? Die war doch hier außen. Ich bin doof. Da steht sie. Okay, bin gespannt. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee für die Stimme. Ah. Danke für das Wasser, mein Lieber. Jetzt sagt sie mein Lieber. Aber wahrscheinlich ein bisschen Übersetzungsfehler oder so. Ich hoffe, du hast dir den Rücken nicht überanstrengt. Also gut, ich habe die Kritzeleien und meine Gedanken sortiert. Jeder im Dorf kann sich noch ganz genau daran erinnern, was er am Tag des großen Schneesturms getan hat. Ich zum Beispiel war dabei, eine besondere Pilzsuppe zu kochen, als ich unerwartet Besuch bekam. Von jemand anderem als Boimir. Von jemand anderen als Boimir? Verstehe ich gerade nicht, okay. Ich war wahrscheinlich einer der Letzten, die mit ihm gesprochen haben, als er noch lebte. Jetzt, da ich darüber nachdenke. Wie dem auch sei, der Jäger kam mit einer ungewöhnlichen Bitte zu mir. Er erklärte stolz, dass es an der Zeit sei, einen weiteren Erben zu bekommen. Und mit einem strahlenden Lächeln bat er mich um einen weiteren Fruchtbarkeitstrank. Ich wusste nicht, dass sie solche Probleme hatten. Ich auch nicht. Boimir meinte, dass dieser Trank ihm und seiner Frau zuvor schon einmal geholfen hatte, als sie schon fast alle Hoffnung aufgegeben hatten, war Jaropelk geboren worden, gesund und stark. Slava lobte angeblich dieses Wundermittel dafür. Es gab nur ein großes Problem in dieser Geschichte, einen solchen Trank gibt es nicht. Oder zumindest habe ich noch nie davon gehört, also war es ein Placebo oder was? Slava hatte mich tatsächlich regelmäßig besucht, bevor ihr Sohn geboren worden war. Aber ich habe ihr meistens Kräutermischungen gegeben, die ihr dabei helfen sollten, Ruhe zu finden und nachts zu schlafen. Okay, Boimir war wahrscheinlich nicht erfreut darüber, das zu hören.
Es gibt nichts Schlimmeres für einen Mann, als seine Männlichkeit beraubt zu werden, oder? Also ist der Nachwuchs vielleicht gar nicht seiner. Er wurde schlagartig blass wie ein Geist und weigerte sich, noch etwas zu sagen. Er verließ meine Werkstatt und ging nach Hause. Ich nehme an, dass seine Frau ihnen eine Menge zu erklären hatte. Als ich am nächsten Tag aufwachte, galt er bereits als vermisst, nachdem er in die verschneiten Wälder aufgebrochen war. Seinen besten Freund zu verlieren, hatte Nidan zerrissen. Noch ein Schritt in Richtung seines Verderbens, aber da war noch etwas anderes. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, abgesehen davon, dass er plötzlich mit dem Trinken aufhörte, waren einige unverbrannte Stücke Pergament, die ich in der Feuerstelle unseres Hauses fand. Da Nidans Schicksal mit großer Wahrscheinlichkeit besiegelt ist, brauche ich auch diese Fetzen von Schriftstücken nicht mehr. Sie können etwas Licht auf die Taten unserer Dorfbewohner werfen. Diese Aushängeschilder der Tugend. Du hast diese Geheimnisse jahrelang für dich behalten. Vielen Dank, dass du sie mir mit mir geteilt hast. Alles Gute. Oder? Ich weiß jetzt alles, was ich wissen muss. Nidan wird für sein Verbrechen bestraft werden. Diese ganze Situation ist viel komplizierter, als ich zunächst angenommen habe. Ich werde all dem auf den Grund gehen. Ja, diese Antwort ist gut. Okay. Befrage Slava zu den Notizen. Alter, das ist wieder so eine Folge mit so viel Lesen. Aber es gehört ja irgendwie zum Spiel dazu, ne? Dann quatschen wir mal mit Slava. Die ist bestimmt wieder schlecht gelaunt, aber egal. Wieso steht denn er jetzt hier? Zemko. Ne, der hat irgendeine Quest für uns. Ach so, ne, war das nicht der mit dem mit der NPC-Quest? Warte mal. Können wir ja nebenbei noch machen. Du bist es wieder. Gut, dich zu sehen, mein Freund. Was machst du hier? Wo ist dein Bruder? Wo ist Slava? Ach ne, das ist doch nicht der mit dem NPC-Ding. Mach mal langsam. Wieso so viele Fragen? Mein Bruder ist dabei, unsere Abreise vorzubereiten. Wir ziehen in wohlhabendere Lande weiter. Habt ihr nicht gesagt, dass es euch in der Wildnis fern der Gesellschaft gut geht? Das haben wir, stimmt, stimmt. Aber wir bekommen immer mehr Besucher, Jäger und Banditen. Das ist nicht das friedliche Leben, das wir wollten. Ich habe ein paar unsere Vorräte zum Verkaufen mitgebracht. So viele können wir ohnehin nicht tragen. Ich hatte gehofft, die Anführerin des Dorfes sprechen zu können. Aber diese Geizhälse sagen, sie wäre vor einer ganzen Weile nach Norden aufgebrochen. Das nennt man Pech. Ich muss sie auf dem Weg hierher verpasst haben. Ich wollte sie nur um Erlaubnis bitten, hier zu verkaufen. Ich möchte das ganz anständig und gesetzestreu über die Bühne bringen und diesen Ort mit einer sauberen Weste verlassen. Ich möchte die Obrigkeiten ja nicht an den Fersen haben, wenn wir weiterziehen. Okay. Ich muss Slava finden. Danke für deine Hilfe. Das war einfach. Dann sind wir wohl quitt. Gern geschehen, mein Freund. Suche nördlich von Klonika nach Slava. Hier ist ein Fragezeichen. Machen wir mal einen Marker hin, Leute. Da, in den Fluss. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Sehr, sehr interessante Quest, Leute. Die auch niemals enden will. Ich trinke mal noch einen Schluck Kaffee. Schön. Schön kalter Kaffee. Aber irgendwie will ich die Quest hinter mir haben. Ich meine, der Rest läuft ja. Unsere Felder sind bestellt, ne? Wenn wir mal jetzt hier reinschauen. Felder sind alle soweit fertig. Kann ja nichts schief gehen. Alright. Weiter geht's. Wichtig ist, dass wir am letzten Tag noch die ganzen Komposter füllen. Bin gespannt, ob die jetzt noch da sind oder verschwunden sind. Naja, hier vorne ist die Stelle. Ah, da steht sie schon. Dynastie. Alles bleibt in der Familie. 300 Dynastiepunkte. Kann ich hier was looten?
Oh, da ist, hat sie ihn begraben nochmal. Gut, sprechen wir mal mit Slava. Es ist vorbei. Voimir ruht endlich in Frieden. Zusammen mit seinen Habseligkeiten und der verfluchten Axt, die sein Leben beendet hat. Damit sollte auch dein Drang, deine Nase in Angelegenheiten zu stecken, die dir, dich nichts angehen, befriedigt sein. Ist immer noch stinkig auf uns. Ich werde nicht vergessen, was für eine Beleidigung es für meine Familie und mein Ansehen war, dass du mit den Überresten meines verstorbenen Mannes mit dir herumgetragen hast. In einer Tasche. Als wären sie nichts weiter als ein Gegenstand. Okay. Dafür entschuldige ich mich, aber ich habe nur versucht zu helfen. Ja. Ich habe Jahre damit zugebracht, Recht und Ordnung in dieses Dorf zu bringen. Auch nur ein Fädchen der Verständigung zwischen halb wilden Jägern und einfältigen Holzfällern zu spannen. Verlangte harte Maßnahmen und schier unmögliche Entscheidungen. Du hast keine Ahnung, was es bedeutet, ein wahrer Anführer zu sein. Okay. Aber ich weiß, dass es dazu geführt hat, dass Voimir das Dorf verlassen hat. Er suchte bei Kräuterkundlerin Petsjorga nach einem Heilmittel, das du erfunden hattest. Hat dir das diese garstige Kräuterfrau erzählt? Sie trinkt zu viele ihrer eigenen Tränke und redet wirres Zeug. Nidan hat gut daran getan, vor dieser Verrückten das Weite zu suchen. Ihre Meinung interessiert mich so wenig wie deine. Wir sind hier fertig. Kriech zurück in dein Loch oder wo auch immer du dein Nest hast. Die ist ja echt pisst, Leute. Ein Heilmittel war gar nicht nötig. Du warst doch gar nicht... Du warst doch gar keine unfruchtbare Hure, wie Voimir dich immer nannte, wenn er dich für sein Versagen verantwortlich machte. Oder was ist mit der Männlichkeit, die sich der Herausforderung nicht stellen wollte? Und all die Male, die er schmollte wie ein kleines Kind, wenn er versagte. So hast du ihn Nidan beschrieben. Oder Kräuter hätten ihm ohnehin nicht geholfen. Es gab jemand anderen, der dich befriedigen konnte. Ein Monster. Wie er begann, sich selbst zu nennen. Boah, keine Ahnung, was man da... Ich nehme jetzt einfach die dritte Antwort. Das ist absurd. Was hat er dir erzählt, hm? Das Wort dieses Mannes bedeutet nichts. Ich bin auf ein paar interessante Schriftstücke gestoßen. Es ist alles da drin. Du dreckiger Bastard, wie kannst du es wagen? Gib mir das zurück. Jaropelk sollte wissen, wer sein richtiger Vater ist. Er verdient es, das zu wissen. Oder sag ihm die Wahrheit, du alte Krähe, oder ich tue es. So, wir nehmen aber Antwort 1. Schweig! Das würde ihn von seinen Vorbereitungen ablenken. Er muss um jeden Preis der Anführer dieses Dorfes werden. Er war immer schon in jeder Hinsicht besser als Voimir. Sein Vater war eine Enttäuschung. Hör auf, ihn immer wieder ins Spiel zu bringen. Voimir war ein unübertroffener Jäger. Ja, aber er versagte in allen anderen Bereichen, sogar als Ehemann. Wie lange sollte ich warten, bis ich verdorrt und unfruchtbar bin? Ich tat, was getan werden musste. Der Junge wurde stark geboren. Unsere Blutlinie wurde gesichert und bleibt unangefochten. Und der Anführer unseres Dorfes wanderte wie üblich durch die Wälder, in dem Wissen, dass er einen vielversprechenden Erben hatte. All das wegen dem Opfer, das ich gebracht hatte. Du hast es nur zu deinem eigenen Wohlbefinden getan oder... Du wolltest das alles nur für dich. Das ist die Wahrheit. Gib es wenigstens zu. Oder die dritte. Oh, das tut mir leid. Ich wusste gar nicht, dass du eine solch selbst aufopferndes Wesen bist. Eine echte Heldin. Nee, ich nehme Antwort 1. Nein, ich wollte nur, dass mein Kind besser wird als er. Voimir hatte keinen Funken Führungsqualität in sich. Er hätte die riskanteste Jagd leiten können, aber er konnte mit den tagtäglichen Bedürfnissen seines Volkes weder umgehen noch sie verstehen. Er war fast nie hier, wenn seine Leute ihn brauchten, wenn ich ihn brauchte. Es dauerte nicht lange, bis alle Hoffnungen auf meinen Schultern ruhten. Nidan dagegen mag nicht der Hellste sein, aber ich konnte mich immer auf ihn verlassen. Er war da, wenn ich ihn brauchte, zumindest bis zu dieser verfluchten Winternacht,
der Wolmir die Wahrheit herausfand. Ja, okay, jetzt verstehe ich den ganzen Zusammenhang. Nidan ist anscheinend der Vater. Und die haben sich dann daraufhin gestritten. Und vielleicht war es auch nur Notwehr von Nidan. Was ist in dieser Nacht wirklich passiert? Wolmir war wütend. Ich hatte ihn noch nie so außer sich erlebt. Er stürzte sich auf mich und erwürgte mich beinahe. Doch selbst in seiner Wut war er kein solcher Mann. Also ließ er mich los und floh in die Wälder. Es dauerte eine Weile, bis ich begriffen hatte, was geschehen war. Dann warnte ich sofort Nidan. Sie waren schließlich noch immer gute Freunde und Weggefährten, die sich schätzten. Ein Teil von mir machte sich noch immer vor, dass dieses Feuer wieder gelöscht werden könnte. Die Zeit verging und einer von beiden kehrte zurück. Ich ertrug das Warten nicht länger und folgte ihren Spuren durch den Schnee. Ich hatte keine Zweifel daran, wohin Wolmir gehen würde. Seine Hütte in den Wäldern, dieser sichere Ort, war eine ziemlich offensichtliche Wahl. Oder? Und trotz allem hast du die Lüge seines Verschwindens all die Jahre aufrechterhalten, oder? Also war der große Schneesturm gar nicht so schrecklich, wie man sagt. Er wuchs, je öfter die Legende wiederholt wurde, bis sie zur Wahrheit wurde. Das ist eine gute Antwort. Als ich die Hütte erreichte, bot sich mir ein erbärmlicher Anblick. Zwei große Anführer, betrunken und erbittert streitend. Wolmir konnte kaum gerade stehen und Nidan war auf allen Vieren. Es wird gerade dunkel, Leute, ihr seht nicht so viel, aber ja, kann ich jetzt gerade nicht ändern. Bevor ich etwas sagen konnte, hob Wolmir seine Axt, während er irgendetwas von Gerechtigkeit murmelte. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich reagierte einfach. Ich warf mich zwischen die beiden. Die beiden Teile meines Lebens waren. Ich packte Wolmirs Handgelenke, als er kurz davor war, Nidans Schädel mit der Holzfäller-Axt zu spalten. Den Rest erspare ich dir und mir. Ich will nie wieder daran denken, an diesen Tag verhinderte ich, dass mein Sohn zu einem Waisen wurde. Ach, okay. Die hat den wahrscheinlich ermordet, oder was? Nur einer der beiden konnte diesen Ort lebend verlassen. Du hast dich entschieden. Und manchmal muss man ein Leben nehmen und ein anderes retten. Aber diese Lügen sind über die Jahre gewachsen. Das hätte vermieden werden können. Okay, dann nehmen wir mal die Antwort. Erspare mir die Moralpredigt. Du warst nicht dabei. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist, als ich die Hütte verließ. Alles, das ich noch weiß, ist, dass ich blindlings nach Hause rannte, voller Angst. Nidan kehrte am nächsten Tag zurück. Er glaubte, dass er die Schuld am Tod seines Freundes trug. Ich könnte ihm einfach nicht zur Vernunft bringen. Er zog sich zurück und innerlich war er selbst fast tot. Bald darauf musste ich die Leitung unseres Dorfes übernehmen. Wir haben nie wieder über dieses finstere Ereignis gesprochen. Und es bleibt dabei, bis du aufgetaucht bist. Dafür sind wir ja da, Leute. Eine Mörderin, die ein Leben rettet, ein Ehebrecher, der Eheprobleme löst. Ihr seid ein einzigartiger Haufen, oder? Ich habe noch nie so viele Lügen und Verbrechen auf einen Haufen gesehen. Woher sollen die Leute überhaupt noch wissen, wer du wirklich bist? Oder? Eine falsche Entscheidung hat den Zerfall einer wohlhabenden Familie ausgelöst. Vielleicht habt ihr es verdient, aber ihr habt trotzdem alle mein Mitleid. Ja, eigentlich sind alle drei Antworten böse. Ich bereue nichts. Ich habe hart daran gearbeitet, meine Hände von diesen Blutsporen reinzuwaschen. Bitte lass nur nicht zu, dass mein Sohn mich als Monster sieht. Das würde mich umbringen. Der zukünftige Anführer dieses Dorfes ist ein kluger und warmherziger junger Mann. Die Zeit muss zeigen, als was er dich sieht. Genau, gute Antwort. Du hast erfahren, was du wissen wolltest. Jetzt lass mich in Frieden. Die arme Frau. Schau mal kurz hier, was weiß ich. Da, überschreiben, zack. Okay, Freunde. Jetzt müssen wir wahrscheinlich mit Yarupelk reden. Alter, ist das ein Hin und Her. Und die Quest geht einfach nicht vorbei. Aber ich denke, jetzt ist es gleich soweit. Vielleicht müssen wir aber auch nochmal mit Nidan reden. So, hier vorne ist er gleich.
So, es ist schön, dich zu sehen, meine Freundin. Also die Übersetzung ist irgendwie komisch. Ich warte auf die Rückkehr meiner Mutter. Wir müssen entscheiden, was mit dem verfluchten Nidan zu tun ist. Jeden Augenblick, den er weiter hier verbringt, ist eine ist reine Folter für Slava und mich. Oh, es ist aber auch komisch übersetzt. Ich denke, du solltest deine Pläne überdenken. Ich habe mich mit deiner Mutter unterhalten. Sie und Nidan waren beide an Volmirs Tod beteiligt. Was meinst du damit? Sie wussten die ganze Zeit über, wohin er gegangen und wie er gestorben ist. Und wie kann das sein? Mehr Lügen und Geheimnisse. Wann wird das alles ein Ende nehmen? Also, was nun? Ist sie überhaupt meine Mutter oder hat man mich in ein Körbchen auf der Schwelle meiner Eltern ausgesetzt? Ich fürchte, damit liegst du gar nicht so falsch. Slava und Nidan hatten eine heimliche Beziehung, bevor du geboren wurdest. Es tut mir leid, Jaropelk, aber Volmir ist nicht dein richtiger Vater. Nein, nein, er, dieser Rohling, ich bin nicht wie er. Du hast dich auch nicht wie der Sohn eines Jägers gefühlt. Es tut mir furchtbar leid, Jaropelk. Du hast etwas Besseres verdient, oder? Wir sehen die Ähnlichkeiten zu unseren Eltern selten. Und dann werden wir wie sie... keine Ahnung. Ich nehme die Antwort. Das alles interessiert mich nicht mehr. Wer auch immer mich gezeugt hat, bekommt keine Anerkennung dafür, wer ich bin. Ich bin Jaropelk und ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Die erste wird sein, das Chaos zu beseitigen. Der ist doch vernünftig. Es wird Zeit, dass meine Mutter die Führung an mich weitergibt. Immerhin wurde sie nie offiziell auf diesen Amt eingeschworen und hat nur die Pflichten des verschollenen Anführers in dessen Abwesenheit übernommen. Der Zeitpunkt ist günstig. Ab der kommenden Jahreszeit werde ich als erwachsen gelten. Deine Hilfe war von großem Wert für mich und ich respektiere deine Meinung. Also tu mir einen letzten Gefallen und sag mir, was du an meiner Stelle tun würdest. Oh je. Da können wir jetzt mal gucken. Slava ist der Hauptgrund deiner Probleme. Deine Mutter ist jahrelang nicht ehrlich zu dir gewesen. Damit die Leute dich respektieren und dir als Anführer folgen können, musst du die Verbindung zu ihr kappen. Na, ist ja auch Käse. Deine Mutter ist nicht unschuldig, aber ihre Absicht war es, dich um jeden Preis zu schützen. Am Ende hat sie versagt und Nidans Leben in eines voller Schmerz und Kummer verwandelt. Es liegt an dir, ob du ihr vergibst oder nicht. Das ist eine gute Antwort. Was haben wir hier noch? Vergiss nicht, dass Nidan Volmirs bester Freund hätte sein sollen. Der Jäger hatte ihm vertraut, aber der Holzfäller hat ihm ohne zu zögern mit seiner Frau betrogen. Das ist eine blöde Antwort. Der Jäger hat dich sein ganzes Leben lang wie sein Sohn aufgezogen. Das ist genug, um ihn Vater zu nennen. Slava und Nidan sind beide für Volmirs Tod verantwortlich und keiner von beiden wird je die Lücke füllen können, die der Tod deines Vaters hinterlassen hat. Ich nehme Antwort 2. Deine Mutter ist nicht unschuldig, aber ihre Absicht war es, dich um jeden Preis zu schützen. Genau. Danke für deinen Rat. Ich werde darüber nachdenken und ich kann dir niemals genug für deine Hilfe danken. Ich brauche etwas Zeit, um meine eigenen Entscheidungen zu treffen, wie es sich für einen wahren Anführer gehört. Wir sprechen uns wieder. Sei vorsichtig und viel Glück. Warte auf die nächste Jahreszeit. Also die Quest ist immer noch nicht vorbei, Freunde. Krass, ey. Aber macht schon irgendwie Spaß. Ich gucke mal, ob hier vielleicht noch ein Fischer dabei ist. Nee. Hier. Dagobert. Oder Edwin. Nee, ich nehme Dagobert. Obwohl der hier auch richtig gute Stats in allen hat, ne? Edwin. Ja, nehmen wir Edwin. Wartet mal, können wir den denn noch in irgendeine Hütte stecken? Das ist jetzt die Frage. Hello there. So, ich bin gerade dabei, eine neue Siedlung aufzubauen und suche besondere gute Leute. Genau. Großartig, wir sehen uns dort. Jetzt schauen wir gleich mal rein. Der hat noch keine Hütte. Können wir den irgendwo reinsetzen? Haus zuweisen. 1 von 3. Das ist die Frage. Ich finde es halt blöd, dass man hier nicht sieht, wer jetzt hier schon drinne ist, ne? Aber ich stecke den einfach mal in diese Hütte. Genau, bestätigen. Zack. Haben wir noch einen Fischer? Das ist gut. Wir brauchen ja eine Menge Geld.
Okay, Leute, krass. Dann müssen wir jetzt bis zur nächsten Jahreszeit warten. In der nächsten Folge müssen wir mal noch so organisatorische Sachen machen. Die Komposter füllen, einen Eselstall bauen. Und vielleicht können wir ja noch einen Esel holen, obwohl es ist nur noch ein Tag. Wir werden es sehen, Leute. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt, was man am letzten Tag noch machen könnte, haut's ruhig in die Kommentare rein. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.